Ne, mich interessiert gerade so ein bisschen der Terminal, den wir gesehen haben. Den würde ich jetzt gerne mal durchlesen. Wo ist er denn? Hier, links. So, mein kleiner Terminal. Sag mir, was in der Welt so vor sich geht. Ladungsverzeichnisse. Paletten. Beschreibung Uranpellets. Naja. Treibstoffzellen. Abfall. Ja, wir haben aber Markierungen auf der Karte bekommen. Nachricht überprüfen. Bitte Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute, vermasselt das nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert hat und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake, der Boss. Echt, im Ernst? Sollte ich irgendwann mal ein Unternehmen aufmachen, dann unterschreibe ich auch mit Jeff, der Boss. Im Ernst, wie geil ist das denn bitte, so zu unterschreiben im eigenen Unternehmen? Abgefahren. Na gut, wir gehen mal hier hoch. Ja, ich höre schon ein paar Ghule, aber die sind ja komischerweise extrem anfällig gegen meine Strahlungswaffen. So. Per Kopfschuss hingerichtet. Ja, ich weiß, du hast keine Munition mehr. Ich glaube, ich sollte dir die Waffe abnehmen, damit sie den Spruch nicht mehr losdrückt. Alles Kisten, aber no good. Wow, Geheimgang. Nehmen wir alles mit. Ja, brauchen wir nicht. So, da geht's noch rein. Na, will ich da rein? Verstrahlter Teddybär. Eine Pfeffermühle. Holy shit. Abgefahren. Ja, ich würde sagen, hier gibt es nichts, was irgendwie noch von Interesse ist. Aber wir können ja noch den See hinten lang gehen. Wir waren schon 100. Ah, vier. Viermal hinten auf dem Staudamm, aber noch nie so wirklich hinten um den See rumgegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, hoffen wir mal, dass wir hier irgendwas finden. Ich sehe da hinten auf jeden Fall einen abschreckenden Zaun, so nach dem Motto, Levelbegrenzung. Sollte es aber noch nicht sein. Aber sollte es auch wieder so ein Wort. So eine Freizeichnungsklausel. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich sehe auf jeden Fall Schüsse. Das ist meistens gut. Das heißt, da passiert irgendwas. Da gibt es irgendwas. Siedlungsrekrutierungs. Ach so, das war noch von Sunshine irgendwas. Devil Protectron. Okay, die Rust Devils sind hier. Ich könnte jetzt echt deine Hilfe gebrauchen, Kate. Genau, schleich dich mit dem Raketenwerfer an und dann gib ihn hart. Schießt du auch, Kate? Kommt da was? Ich bin in Deckung, ja? Ich warte nur drauf, dass du deinen Raketenwerfer benutzt. Ah, sie hat keine Ziellinie, okay. Jetzt aber. Wow! Ein Treffer. Ich helfe dir, Kate. Oh Mann, ey. Also ich bin jetzt so ein bisschen vorsichtig an die Gegner ranzugehen, weil ich glaube, dass es ganz, 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 ganz schnell nach hinten losgehen kann. Wir sind da lieber vorsichtig. Wir sehen aber eine kleine Siedlung. Holy shit, das sieht ja richtig bequem aus. Die haben genau wie wir so ein Ding aufgestellt. Naja, Siedlung. Meh. Gummibonbons und eine Nuka-Cola. Ah. Kleines Haus in den Bergen, aber mehr uninteressant. So, geht's da nach Sunshine irgendwas? Ja. Das heißt, wir gehen mal weiter hier lang, am Rand. Wir finden bestimmt noch irgendwas auf dem Weg. So, so hoch will ich eigentlich gar nicht. Es ist bestimmt irgendwas auf dem Grund des Sees versteckt oder so, aber da würde ich niemals hingehen, ganz im Ernst. Das könnt ihr bei jemand anderem gucken, aber nicht bei mir. Tiefes Wasser auf keinen Fall. So. Das ist cool, wenn man da hinguckt, weiß man direkt, okay, das ist unsere Siedlung. Wir haben eine richtig große Siedlung. Dadurch, ja, durch die Gebäude wirkt das ziemlich groß. So groß ist das nicht.
Apropos groß, da müssten jetzt auch mehr Einwohner sein, weil wir haben ja nochmal was dran gedreht. Da sind 17, hier sind 21. Das heißt, da geht noch was. Vielleicht sollten wir doch mal kurz einen Zwischenstopp da machen. Ah, wir können auch am Ende der Reise nochmal dahin gehen. Wie gesagt, wir erkunden nur ein bisschen die Gegend. Wir wollen ja das Ödland sehen, bevor wir das Projekt auf Standby legen, bis die Addons kommen. Ja, ich warte wirklich auf die Story-Addons. Gut, Automatron war mehr ein Content-Addon, fand ich. Nur mit ein bisschen Story zur Einleitung, warum es jetzt Roboter gibt. So, und ein Addon, ich weiß nicht welches, aber da hat mich Fester ja angekündigt, das wird vom Content her und von der Landschaft, die eingefügt hat, bis jetzt das größte Addon. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber das klingt ja erstmal extrem vielversprechend. Wenn man das aus den, also die Worte aus dem Mund eines Entwicklers hört, das ist schon nicht schlecht, das ist schon geil. Also, ich bin echt gespannt, was das angeht. Aber ich habe es auch die Tage schon mal angesprochen, genauso gespannt bin ich auf Fallout 1.5. Ist nichts Offizielles von Bethesda. Ist ne, ein Spiel, das von Fans gebaut wurde und ich glaube, das wird verdammt cool. Ja, da hinten sind wieder die Funktürme. Da wollen wir aber eigentlich nicht hin. Ich würde sagen, wir schnellreisen mal zu Fort Hagen. Vorher setze ich hier meine Markierung. Weil ich glaube, dass bis zu Fort Hagen nichts mehr passieren wird. Bis zur Satellitenschüssel davon. Oh Gott, wir spawnen jetzt hoffentlich nicht direkt im Raider-Klumpen. Das war ja so eine West-Devil-Station hier. Ah, wir sind davor. Wunderbar. Ja, da ist nämlich schon ein Bunker versteckt. Das heißt, wir gehen zum Bunker. Ah, erstmal Kugel gefangen. Was mir gerade auffällt, wir können auch mal die Strahlung entfernen. Wir haben gerade eben gar nicht so wenig Strahlung in dem einen Container aufgesammelt. Kate geht voll ab. Lasers. Das sieht doch interessant aus. Was haben wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Wie heißt das denn hier? Spiel, gib mir Informationen. Dafür bist du da. Was ist das? Bürgermeisterunterschlupf von Boston. Holy shit. Der hat sich nicht echt hier ganz feige in den Bergen verkrochen. Anscheinend doch, ja. Terminal. Türfernsteuerung. Ach, keine Magnettüren. Gott sei Dank. Ja, ihr wisst, wie sehr ich Magnettüren liebe. Der hatte sich hier verkrochen. Die wollten rein und durften nicht. Diese Szenen finde ich immer so grässlich. Also, es ist realistisch, klar. Stellt vor, ihr seid der Angestellte und seid bereit auf Abruf für den Ernstfall. So, und dann ist der Ernstfall. Ihr wisst, der, den ihr beschützen sollt, ist da drin und ihr kommt da nicht rein. Ihr wollt da aber rein. Und es gibt einfach keine Chance. Boah, was der ein schönes Lächeln hat. Das sieht aber auch nach einer Notdorft aus, die die ja gebaut haben. Auf ganz schnell noch mal was in den Berg gebaut. Ah, nehme ich. Aber der Gang sieht mir echt bekannt aus. Würde mich nicht wundern, wenn die den recycelt haben irgendwo. Sicherheitstür. Warum? Okay, das ist klar bei dir. Das Einzige, was hier nicht stimmt, auf jeden Fall nicht stimmt, ist, dass wir hier ganz, ganz enge Gänge haben und du einen Raketenwerfer in der Hand hältst. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir finden doch bestimmt irgendwo einen Schrank. Transfer. Schrott, 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 Schrott. Klebeband. Untersuchen. Ah, ich habe gehofft, ich könnte hier markieren, dass ich Klebeband dauerhaft auf meinem Suchfenster haben will, dass mir das gehighlightet wird, aber das geht hier gar nicht. Gut, das ist jetzt doof. Kann ich das aus dem Inventar vielleicht rausmachen? Das fände ich noch sinnvoll. Komponentenansicht. Ah, nee. Markierung für Suche. Ah, man kann hier auch markieren für Suche. Das ist ja gut. Ja, nice. Sehr geil gemacht. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen einfacher Kleber zu finden. Ich vermute immer noch, dass es Kleber nur in Kleberrollen gibt. Aber ich weiß es nicht. Das sieht nicht gut aus. Ah,
Das sieht schon besser aus. Nur die Frage, ob da gleich wieder neblig hier ist. So, da würde ich gern rein. Gucken wir doch mal. Terminal. Geschafft. Interface. Terminal Interface. Datennetzwerk offline. Ah, geht nicht. Okay. Muss ich mitleben. Magnettür. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Seht ihr, wie krass dieser Unterschied einfach ist? Von dem Terminal oben mit der Türsteuerung und diese blöden, verkackten, scheiß Magnetschlösser. Es ist so lächerlich. So, right away. Relics. Zeug. So. Geschafft. Superkleber. Naja, war immerhin keine Rolle. War schon mal ein Anfang. So, da geht's weiter nach unten. Dann möchte ich aber erstmal wissen, was es hier auf der anderen Seite gibt. Weil da war ja noch ein Gang. So, immer noch Gas? Nee, kein Gas mehr. Wunderbar. Hier war noch ein Gang. Ich vermute, das ist dann nur so ein kleiner Seitenraum. Was ist das denn? Oh weh. Hier kommen wir wahrscheinlich nach draußen, ja? Das muss so sein. Ihr wisst, ich hasse die Dinger. Ich sollte ihn wahrscheinlich nicht drücken. Wow. Dem Geheimgangs. Ist das die andere Seite, von der wir gekommen sind? Nein. Dann bin ich mir jetzt unsicher, wo ich nachgehen sollte. Aber das sieht aus nach so einer Freizeithalle. So eine, ja, Turnhalle. Wir haben sich hier voll auf den Ernstfall vorbereitet. Nur beseitigen für den Fall, dass ich irgendwie mal reinlaufe. Da ist jemand gestorben. Oh, Mini-Atombombe. Nehme ich gerne. Hier hat der Bürgermeister mit seinen Murmeln gespielt. Diese Wortwitze sind so schlimm in meinem Fallout. Die werden so oft gemacht. Wow! Ho, ho. Gutes Mädchen. Brav. Holy shit. Ja, ein Fatman. Moon. Ja, das ist eine schwache Todeskralle. Die werden wir jetzt noch hinrichten. Aber ich will erstmal looten. Ja, hier hat sich eine Todeskralle eingenistet, würde ich vermuten. Ich glaube, am besten ist, wenn ich mich wirklich direkt vor dich stelle und dir voll die Headshots drücke. So, das fand ich jetzt nicht so cool. Damit kann ich aber leben, weil ich noch voll die Kugeln am Start habe. So, nehme ich. Geeignete Blutprobe. Die brauchen wir nicht mal mehr und kriegen sie immer noch. So, der Weg ist abgeklappert. Das ist schon gruselig, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Scanner, Person, alle Systeme normal. Das ist schon gruselig, wenn dann so plötzlich so Gestalten um die Ecke kommen, aber in dem Fall sind das ja unsere Kollegos. Hm. Brauchen wir da was? Vor allem war hier halt alles so leer und tot. Die Todeskralle, die war schon krass. Aber Gott, die Synth fand ich viel schlimmer. Schön. Gemüsestärke. Superkleber. Gut klappt das. Nein. Die haben sich hier richtig eine Wohnung drin gebaut. Unglaublich. Fucking Bürgermeister. Mr. Gutsy Bausatz. Ah, so gut sind wir. Last Radius. Abgefahren hier. Nehme ich. Da liegt noch ein Buch, ist aber verbrannt. Überfälliges Buch. Ne, das brauchen wir nicht. Das können wir zurückgehen, aber machen wir nicht.